Sie ist ein großes Rätsel der Musikgeschichte, die Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach. Der Komponist soll sie selbst einmal aufgeführt haben. Doch was davon erhalten ist, scheint größtenteils nicht vom Meister selbst komponiert. Während die Matthäus-Passion und die Johannes-Passion gerade in der vorösterlichen Zeit in Konzerten und Kirchen erklingen, geriet die Lukas-Passion in Vergessenheit. Nun haben zwei Barockmusiker das Werk im Bachschen Stile komplett gemacht. Und heute Abend gab es in der Hamburger Laichhalle so etwas wie eine Welturaufführung, fast 300 Jahre nach der Weltpremiere. Christian Stichler. So hat man die Lukas-Passion noch nie gehört. Die Neuschöpfung heute Abend in der Hamburger Laichhalle. Und sie hatten mitten in der Corona-Pandemie die Idee dazu. Christoph und Lorenz Egelhuber, Vater und Sohn, Barockmusiker aus München. Der vielbeschäftigte Bach führte das Oratorium 1730 zwar auf, bei der Musik aber hatte sich der große Meister offenbar woanders bedient. In der Barockzeit war das Wiederverwerten sehr typisch. Da hat man von anderen Komponisten was genommen, es gab ja noch keine organisierten Rechte. Und man hat von eigenen Stücken was genommen, weil man unter Zeitdruck war, weil man ein Stück nur einmal für eine Geburtstagsfeier geschrieben hat und die brauchst du nie wieder. Ganz im Stile des großen Bach haben die beiden Egelhubers nun diese Scharte im Bachschen Werk korrigiert und den vorhandenen Text der Lukas-Passion zu großen Teilen mit der Musik von Bach versehen. Alle Chöre, alle Arien, alle Choräle, alle Tubachöre, alle Ariosi sind von Bach, teilweise ein bisschen verändert, ein bisschen geschnitten, aber es ist Bach, es ist purer Bach. Der Eingangschor, ursprünglich ein Orgelwerk. Furcht, Furcht und Zittern, Furcht und Zittern, Scham und Schmerzen, Scham und Schmerzen. Die Proben am Vorabend. Zum ersten Mal erklingt die neue Passion mittendrin mit ihren Barockinstrumenten Christoph Egelhuber und sein Sohn. Völlig neu ist das Rezitativ. Gesungen von Daniel Johansen. Hier fand sich nichts im Oeuvre von Bach. Es ist unglaublich spannend, denn es ist der Lukas-Text der längste, der komplizierteste, den die Komponisten, glaube ich, aus gutem Grund relativ selten vertont haben. Und ihn jetzt in aller Pracht und Fülle zu erleben, das ist singulär. Was der Hamburger Karl Philipp Emanuel Bach Chor zusammen mit dem Dresdner Festspielorchester auf die Bühne gebracht hat, ist mehr als nur eine weitere Passion. Das ist quasi eine Vollendung dieser Tetralogie. Wir könnten das von Wagners Ring ausgehend sagen, dass jetzt mit dieser großen Lukas-Passion eigentlich die Tetralogie der vier Passionen Bachs vollendet ist. Das Universum der Bachschen Musik ist beinahe unendlich. Die Hamburger Lukas-Passion bringt darin nun einen neuen Stern zum Leuchten.